Wir haben die Marktwerte der zweiten Bundesliga aktualisiert und stellen euch die Gewinner in einer Top-11 vor. Im Tor steht Raphael Wolf. Er spielte 7x0, wurde zuletzt mit dem HSV in Verbindung gebracht, hat seinen Vertrag beim Aufsteiger jedoch verlängert. Rechtsverteidiger ist der Nürnberger Valentini. Mit 11 Vorlagen ist er der beste Vorlagengeber beim Club, der drittbeste der gesamten Liga. Neben ihm steht sein Teamkollege Lukas Mühl, der seinen Marktwert verdoppeln konnte. Zweiter Innenverteidiger ist Kahn Eihahn. Absolut gesetzt in der Hintermannschaft des Aufsteigers, erzielte am letzten Spieltag das entscheidende Tor zur Zweitligameisterschaft. Links hinten spielt Nico Gieselmann. Er kommt auf 8 Scorerpunkte und stand bei Fortuna Düsseldorf am längsten auf dem Platz. Im Mittelfeld befindet sich ein weiterer Spieler von Düsseldorf, nämlich Florian Neuhaus. Der 21-Jährige erzielte 6 Tore und wird nach der Leihe zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren. Neben ihm ist ein weiterer Aufsteiger, Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg. Er zeigte sich in der vergangenen Saison sehr torgefährlich. Zuletzt wurde der 21-Jährige mit Schalke in Verbindung gebracht. Im offensiven Mittelfeld steht Dominik Drexler. Mit 23 Scorerpunkten ist der Kieler der drittbeste Scorer der Liga, wechselt zur kommenden Saison für 2,5 Millionen Euro nach Dänemark. Auf den offensiven Außenbahnen haben wir zum einen Steven Skripski. Er war mit 14 Toren einer der wenigen Lichtblicke bei den Berlinern. Auf der anderen Seite befindet sich mit Genki Haraguchi der größte Gewinner dieses Updates. Er wird im Sommer für 4,5 Millionen Euro zu Hannover 96 wechseln. Im Sturm befindet sich ein weiterer Kieler. Marvin Duksch ist mit 18 Toren Torschützenkönig geworden. Der Stürmer steht kurz vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf und könnte somit nächste Saison in der ersten Bundesliga spielen.